Geehrte Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, die meisten von uns haben freie Tage. Freie Tage. Keine Feiertage, aber freie Tage. Und freie Tage, geehrte Geschwister, sie eignen sich dafür, dass man das aufholt, was man verpasst hat. Und dass man den weiteren Verlauf plant. Den weiteren Verlauf plant. Ich möchte heute über die Planung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, als Einleitung für ein eigentliches Thema, für ein Hauptthema. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es nicht Allah Ta'ala überlassen, ihn vom unterdrückerischen Mekka nach Medina zu bringen. Er überließ dies nicht dem Schicksal. Die Nacht- und Himmelsreise beispielsweise, ja, er hätte sich ja auch denken können, Subhanallah, so wie Allah Ta'ala mich durch die Himmel gebracht hat und mir mindestens eine Begegnung mit Jibril ermöglichte, das ist die eine Auffassung, die Auffassung Aishas, radiyallahu anha, und Ibn Abbas, war der Auffassung, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogar eine Begegnung mit Allah Ta'ala hatte. Bei der Himmelsreise. Ja, ist ein Meinungsunterschied unter den Sahabis. In einer Zweigfrage, nicht in einer Fundamentalfrage, innerhalb der Aqida. Auch mal gut zu wissen, dass es so etwas gab und gibt. Zweigfragen, ja? Stellt sich den Baum vor, es ist keine Wurzelfrage, keine Stammfrage, sondern eine Abzweigungsfrage. Und dann hat er mich nach Quds gebracht, einfach so. Er wird mich irgendwie auch nach Medina bringen. Aber nein, das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gedacht, noch nicht mal im Traum, sondern er hat die Hijra geplant. 11 Punkte, auf die ich eingehen möchte. Abu Bakr wurde beauftragt, 2 Kamele zu kaufen. Der Transport wurde erledigt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er bestand darauf, sein eigenes Kamel Abu Bakr abzukaufen. Dann wurde Ali beauftragt, den grünen Mantel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tragen und im Bett Muhammads sallallahu alaihi wasallam zu schlafen. Weil es gab hier einen Mordkomplott gegen den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und man wollte so tun, als ob alles beim Alten ist. Ja, das sollte er beschattet werden, dann würde man meinen, er wäre immer noch zu Hause. Und sie starteten ihre Auswanderung vom Hause Abu Bakrs aus, aber sie gingen weder durch den Haupt- noch durch den Nebeneingang, falls es diesen gegeben haben sollte. Also sie haben keinen Eingang benutzt, welchen auch immer, sondern sie sind über eine Dachluke, ja, zu den Kamelen, um dann, wie gesagt, nachts auszuwandern, nicht am, um dann, wie gesagt, auszuwandern. Und man hat einen damals noch polytheistischen Wegführer, einen Fachmann aufgesucht. Ja, man holt sich immer Fachexpertise von vertrauenswürdigen Menschen, ja, unabhängig davon, welche Religion sie haben. Hauptsache, sie sind vertrauenswürdig und fachkundig. Sie sind einen Umweg gegangen, nicht direkt nach Medina Richtung Norden, sondern erstmal Richtung Süden. Und in der Höhle Thawr haben sie 3 Tage lang abgewartet, um in der Zwischenzeit ihre Verfolger schwach zu machen. Ja? Weil gewiss gab es Verfolger und man schwächte sie, indem man lange Zeit hat ins Land ziehen lassen. Proviant wurde von der Tochter Abu Bakrs, Asma, radiallahu anha, gebracht und der Sohn Abu Bakrs, Abdullah, Allah möge mit allen Prophetengefährten zufrieden sein, er mischte sich unter die Leute, um zu schauen, was gesagt und gedacht wird und versorgte so
die beiden Auswandernden mit Informationen. Ja, wir sehen, viele Leute wurden also mit einbezogen. Zusätzlich noch ein Schäfer, der mit seiner Schafsherde die Spuren der Reiter verwischt hat. Und zu einer Gelegenheit, als Abu Bakr gefragt wurde, wer er war und wer sein Begleiter war, in Wirklichkeit war er der Begleiter, wer sein Gefährte war, sagte er, dies ist mein Wegführer. Ja? Und das ist nicht gelogen. Ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unser aller Wegführer, führt uns durch unseren Lebensweg, Alhamdulillah. Ja? Hier sehen wir also, liebe Geschwister, dass die Hijra von A bis Z, von Alif bis Ja, komplett durchgeplant gewesen ist. Sein Projekt, was gemanagt wurde. Und wir, liebe Geschwister, wir müssen auch managen. Ja, wenn man das näher aufteilen möchte, beziehungsweise komme ich jetzt zum eigentlichen Thema. Wir müssen unsere Reue, unsere Tauba managen. Alhamdulillah, die Muslime sind nicht abgeirrt und sie wissen, Allah Ta'ala ist barmherzig. Stimmt's? Ja? Und auch diejenigen, die das nicht wussten, sie wissen es immer mehr. Sie wissen es immer mehr, weil wir vielleicht auch dort erkannt haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir hin und wieder die gerechte Strafe Allahs stark betont haben, ohne gleichzeitig auch die Barmherzigkeit Allah Ta'alas zu betonen. Das haben wir ausgebügelt in den letzten Jahrzehnten und sind, wie gesagt, wieder ausgeglichen geworden, wie unser Gelehrter auch Ibn Qayyim gesagt hat, dass Furcht, Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber und Hoffnung in Bezug auf seine Barmherzigkeit, diese sind die zwei Flügel, ja, des Vogels, des Muslims, auf denen er sich zu Allah Ta'ala begibt. Ja, und die Flügel müssen natürlich im Einklang miteinander sein, müssen beide gleich stark sein. Wir müssen unsere Reue managen. Und oft scheitert es dort. Denn was sagen die Gelehrten in Bezug auf die Reue? Reue bedeutet, dass man erstmal stoppt, auf den Stopp-Knopf drückt und aufhört mit der Sünde. Nummer eins. Nummer zwei, dass man sie anschaut, diese Sünde, mit einem Bedauern. Nicht nur stoppt und sagt, oh, in ein paar Jahren kann ich noch meinen Enkeln erzählen, dass ich mal so ein großer Held auf der Straße war. Nein, das ist nicht Bedauern. Bedauern, das ist dieses Gefühl, man wollte, dass es ungeschehen war. Man schämt sich. Ja, das ist nichts für irgendwelche Sitzungen, wo man dann am Ende erzählt, wo man am Ende davon erzählt, sondern das ist etwas, wo man hofft, dass, falls andere dabei gewesen sein mögen, dass sie das vergessen. Ja? Und dass, wenn sie es nicht vergessen haben, dass sie das nie wieder erwähnen. Auch nicht durch eine Geste. Ja, also man stoppt, man schämt sich, man bedauert, dass dies passiert ist. Und dann ein Block, den kann man mit Wiedergutmachung überschreiben, betiteln. Ja? Einige Gelehrte sagen, dass eventuell noch gottesdienstliche Handlungen, Ibadat, nachzuholen sind. Ja, in Bezug auf die Gebete gibt es da Details, und in den Details gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten, die Stoff für einen halben Tag Wissensvermittlung sind. Wiedergutmachung unter den Menschen, dass man beispielsweise Gestohlenes wieder zurückgibt, dass man Rechte wiederherstellt, und falls es um immaterielle Güter es sich handelt, um Ehre beispielsweise, dass man einfach um Vergebung bittet. Ja, dass man sagt, bitte verzeih mir, ich habe damals dies und das zu dir direkt gesagt und ich bitte dich um Vergebung. Ja, so Wiedergutmachung. Falls man über ihn gelästert hat, haben Gelehrte wie An-Nawawi, rahimahullah, gesagt, ist es wohl doch besser, dass man nicht zur Person geht und ihr alles Mögliche erzählt, was man damals hinter ihrem Rücken über sie gesagt hat, ja, weil die Gefahr besteht, dass diese Person dann negative Gefühle entwickelt. Und so möge man dann einfach als Ausgleich versuchen, gleichermaßen über diese Person hinter ihrem Rücken gut zu sprechen. Ja, weil innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Die guten Taten, sie löschen die
schlechten Taten aus, wie Allah Ta'ala in Suratul Hud sagt. Das ist die 11. der Abfolge nach. Und dann geht es auch mit 2 Einsen weiter. Und es ist die 114. Aya. Also 11:114. Dort könnt ihr das nachlesen. Ziemlich easy, weil ja auch der Koran 114 Suar hat, also koranische Kapitel. Das ist eine Stelle, die sollte man sich einfach merken. Ja, 11, 114. Und da geht es um unseren Propheten Hud, alayhi assalam, im Speziellen, weswegen diese Sura nach ihm benannt wurde. Wir leisten also Wiedergutmachung, ja? Und nun, und das ist der Punkt, der sehr, sehr schwierig ist, ja? Punkt Nummer Vorsatz. Punkt Nummer 4, der Vorsatz. Ja, die Azima, dass man sich vornimmt, mit einem gebildeten, festen Willen, ja, dass man nicht noch einmal in diese Falle hineintappt. Und das ist übrigens auch der Unterschied zwischen der Vergebungsbitte, al-Istighfar, und Tauba. Die Vergebungsbitte hat mit der Gegenwart und der Vergangenheit zu tun. Ja, man drückt den Stoppknopf und bedauert das, was in der Vergangenheit lag, und man bittet um Vergebung und Allah Ta'ala vergibt einem. Aber Tauba, ja, ist eine Umkehr. Ja? Und man hat eine weitere zeitliche Perspektive, nämlich die der Zukunft. Sagt, ich werde das nicht noch einmal machen. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Diesen Vorsatz habe ich. Ja, und manche Gelehrte fügen noch hinzu, dass man also Stärkung durch die Ibadat sucht, ja, dass man also stark in der Ibadah auch ist und das quasi mit reinnimmt in den Vorsatz, dass man nicht noch einmal in diese Falle tappt, nicht noch einmal diese Sünde begehen wird. Und meine Einschätzung, die natürlich fehlerhaft und mangelhaft ist und natürlich einseitig ist, weil sie von einer Person allein kommt, ist, dass wir Muslime, alhamdulillah, das, was ich in meinem Umfeld habe an Muslimen, alle wissen, Allah nimmt die Reue an. Alle wissen, Allah Ta'ala vergibt die Sünden. Ja? Und es ist auch schlimm, wenn man das nicht weiß. Also wenn man diese Informationen nicht hat, dann ist das wirklich grobes Unwissen. Ja? Also wenn man das gesamte Leben muss bis dahin wertlos gewesen sein. Wenn man das nicht weiß, egal was man erreicht haben mag, wenn man nicht weiß, dass Allah Ta'ala die Sünden vergibt, welches Leben hat man gelebt? Welche Erfolge hat man vorzuweisen? Welches Wissen hat man denn schon errungen? Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, auf dem geraden Weg zu bleiben. Nachdem wir uns entschlossen haben, den geraden Weg zu beschreiten. Wir brauchen also was? Wir brauchen Projektmanagement, um diesen Vorsatz umzusetzen. Weil gute Vorsätze, geehrte Geschwister, die gibt es viel. Ja? Und die gibt es nächsten Dienstag, den 31.12., auch sehr viel. Aber der nächste Dienstag, der 31.12., ist auch nur der 31.12. Ja? Ist einer der Tage im Jumada. Ich habe jetzt nicht, heute ist der erste Jumada. Wenn wir heute Freitag haben, morgen der zweite, übermorgen der dritte, der fünfte Jumada, der fünfte, fünfte, ja, 1441. Chalas. Ja? Oder der erste, der 31.12.2019. Aber an dem Tag gibt es nichts zu feiern, geehrte Geschwister. Es ist ein freier Tag, alhamdulillah, für die meisten von uns, aber es ist kein Feiertag. Ja? Und um gleich dieses Thema abzuschließen, geehrte Geschwister, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der Dinge, wir können gerne darüber diskutieren, die höchste Stufe, dass das einfach ein gewöhnlicher Tag ist, an dem man seinen Lebensplan umsetzt. Noch okay ist, wenn man sagt, nee, dieser Tag ist irgendwie für mich besonders und ich habe ganz besondere Erinnerungen und ja, ich muss da irgendwie was Besonderes machen an dem Tag. Gut, dann, wenn du was machst, dann steigere deine Ibadah. Dann sorg dafür, dass du, obwohl du normalerweise schlafen solltest, ja, der Schlaf vor Mitternacht ist der beste und gesündeste Schlaf, wie Ärzte fast einstimmig sagen, ja. Wenn du was machen musst, dann befinde dich im Gebet oder in der Koranlesung, ja, im Sujud, ja, dann mach irgendetwas, was besonders ist, in Sachen Ibadah, in Sachen Reue beispielsweise.
Aber wir sollten diesem Moment, ja, dein Moment ist wie jeder andere, keine besondere Bedeutung geben, weil jeder Moment an und für sich ist besonders bei Allah Ta'ala. Ja. Jeder Tag ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Jeder Tag, geehrte Geschwister. Und wir wissen nicht, wann unser Leben endet. Wir werden übrigens heute, Alhamdulillah, die Gelegenheit haben, ist ein Geschenk. Allah Ta'ala, das ist heute das Totengebet für einen unserer Brüder. Ich glaube, sein Name war Khalid, aber mir wird es gleich nochmal gesagt werden, inshallah. Ich habe es vergessen in der Eile. Einer unserer Väter, Söhne, Brüder, Onkel ist von uns gegangen. Wir werden inshallah auch nach dem Jumu'ah-Gebet das Totengebet beten, vor dem Asr-Gebet. Ja? Wir müssen also unsere Tauba, geehrte Geschwister, managen. Wenn wir uns jetzt die Hijra anschauen, ja, diesen Vorsatz realisieren, wenn wir jetzt uns die Hijra anschauen, können wir Parallelen von diesem Projektmanagement in Bezug auf unsere Tauba ziehen. Zum einen, ja, mehrheitlich habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte, wenn ich mich nicht irre, die man allein unter Widerstandsmanagement einordnen kann. Von 11, die ich genannt hatte, in Bezug auf die Planungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf die Auswanderung. 8 haben davon mit Widerstandsmanagement zu tun. Ja? Die Aufgabe Alis, radiallahu anhu, dass man vom Hause Abu Bakrs aus gestartet ist, ja? Dass man Umwege benutzt hat, 3 Tage in der Höhle Thawr verbracht hat, dass man sich Informationen hat eingeholt, dass man den Proviant hat von einer unauffälligen Person liefern lassen, dass man Spuren verwischt hat und seine Identität nicht verleugnete, aber auch nicht preisgab. Warum? Die werden einen einfach nicht so gehen lassen. Und genauso auch, liebe Geschwister, ist es mit einigen Sünden. Leider sind einige zur Gewohnheit geworden oder sind etwas, was einen dauerhaft begleitet. Man muss also Orte meiden, man muss gewisse Zeiten meiden, man muss vielleicht gewisse Menschen meiden. Und das lernen wir aus dem Hadith von demjenigen, der 99 Männer getötet hat. Und dann kam er zu einer asketischen, guten Person und fragte, ja, gibt es für mich Reue? Und diese asketische, gute Person hatte keine Menschenkenntnis gehabt und hat gesagt, wie kann es für dich Reue geben? Ja? Gut, sie hat ihren Preis bezahlt, wurde dann die 100. Person auf der Liste des Mannes, bis er dann zu einem Gelehrten kam, der Wissen hat. Ja, und er sagte, natürlich, nichts hält dich davon ab, Reue zu begehen, aber verlasse den Ort, von dem du herkommst. Weil er hat die Person gesehen, hat gesagt, dieser Mensch, der ist beeinflusst durch Orte und Menschen. Der muss woanders hin. Ja. Das heißt, wenn unsere Planung kommt, und ich hoffe, ihr habt alle einen Terminplan. Ja, für mich ist übrigens immer ein toller Moment. Ich gehe meinen Terminplan, meinen Jahresplan kaufen. Das war für mich ein besonderer Moment, weil, ja, welchen Kalender nehme ich? Nehme ich so einen kleinen, der so handlich ist, aber dann, ja, sind die Seiten so klein, oder nehme ich lieber einen großen, und welche Aufteilung und so, und dann, ja, für mich ist immer so ein wie eine Art Geschenk auspacken Moment, ja? Holt euch alle einen Terminplan, weil wenn ihr eure Termine nicht plant, wenn ihr eure Zeit nicht managt, wisst ihr, wer es tut? Der Scheitan. Kennt ihr noch aus der Kindheit derjenige, der immer bestimmen wollte, was gespielt wird? Ja. Alhamdulillah, jemand, der zuhört. Allahu Akbar. Ja, das ist die Zukunft, Alhamdulillah. Ja, so ist das mit dem Scheitan. Wenn man nicht sich vornimmt, ich mache jetzt Montag, tak, 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 Dienstag, tak, 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 alles verplant. Auch die Freizeit. Dann spiele ich mein Computerspiel und dann schaue ich mir irgendeine unterhaltsame Sache an, irgendein Sport oder sonst irgendwas. Ja? Da jubel ich ein bisschen für irgendein Fußballteam, so ein bisschen so ein kleiner Hooligan sein mal vom Fernseher. Khairan inshallah. Alhamdulillah, ja? Eure Gebete sind genauso darin geplant. Eure guten Taten, eure Annäherung Allah Ta'ala gegenüber, eure Hausaufgaben, euer Lernen, euer Arbeiten, euer Schwitzen, eure Freundschaften auf dem Wege Allahs und das Koran lesen lernen und das Koran auswendig lernen, alles ist in diesem Plan drin. Ja? Und dann, wenn der Shaitan sagt, komm, wir machen jetzt das, sagen wir, hier, ich habe keine Zeit für dich. Ich habe geguckt, ja, nee, wir gucken nicht für den Shaitan, aber wir können ihn ein bisschen ärgern und sagen, Shaitan, ich habe für dich geguckt, ich habe für dich keinen Termin gefunden. Ich habe für dich keine Zeit. Ja, alles ist schon verplant. Weil ansonsten plant der Shaitan uns. Ja?
Wir müssen also Orte, Zeiten und Menschen verlassen. Das lernen wir aus der Geschichte desjenigen, der einen Gelehrten fragte und gesagt hat, gibt es für mich Reue, nachdem ich 100 Menschen getötet habe? Er sagt, ja, aber verlasse dein Volk und gehe zu einem anderen Volk, was Allah Ta'ala dient. Ja? Und dort ist auch diese Lektion drin, wir brauchen die richtigen Leute um uns herum, die uns positiv beeinflussen. Was wir aber auch machen können, wir können auch der Influencer werden. Wir können zu jemandem hingehen und sagen, hör mal zu, wir haben jetzt die letzten Jahre miteinander Sünden gemacht, ja, also das und das, was in meiner Religion eine Sünde ist. Und ich will dir jetzt das Folgende sagen, ich will, dass wir beide zusammen aufhören. Und wenn du auf das Angebot nicht eingehst, dann mache ich dir ein anderes Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ja? Nämlich, du lässt mich in Ruhe. Du lädst mich nicht mehr zu solchen Dingen ein und du erinnerst mich auch nicht mehr an diese Vergangenheit, denn ich schäme mich. Ja? Und ich will, dass wir einfach ein anderes Hobby anfangen miteinander. Keine Ahnung, Fußball spielen oder sonst irgendwas, wo man sich ein bisschen entspannen und unterhalten kann. Alles, Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat uns so viel Freizeit gegeben zum Genießen und ja, entspannen und uns unterhalten. Eine wundervolle Religion, Alhamdulillah, die den, das wahre Wesen des Menschen kennt, ja? Was nämlich auch in Schwäche erschaffen worden ist, ja? Und deswegen sagt der Prophet Muhammad Sallam auch, Sarah wa Sarah. Ja, eine Zeit für Ernsthaftigkeit und für Aufgabenerfüllung und für Verantwortung tragen und eine Zeit, wo man sich im Halal-Rahmen entspannt und etwas unterhält und etwas belustigt, ohne Grenzen zu übertreten und ohne zu übertreiben. Ja? Aber, das sage ich dann denjenigen, die noch auf dem Weg sind, sich gute Gewohnheiten anzueignen, ja? Lieber ihr übertreibt im Erlaubten, und das ist ein Minuspunkt, ja? Anstatt dass ihr im Verbotenen aktiv seid. Also wenn man die Wahl hat, wenn nicht, dass ich jetzt dazu aufrufe, übertreibt im Erlaubten, nein, das tue ich nicht, aber wenn man die Wahl hat, wenn man noch in einem Entwicklungsprozess sich befindet, was tut man? Man übertreibt lieber ein bisschen im Erlaubten, anstatt dass man dann ins Verbotene fällt, falls diese Gefahr bestehen sollte, ja, für eine Person und jeder kennt sich selbst da am besten. Wir reden also mit den Menschen, wir versuchen, ja, sie zum Guten zu bewegen, ja, und das stellt uns dann auch am Tag des Gerichts frei von der Verantwortung, du warst mit dem und dem immer im Schlechten unterwegs, dann bist du egoistisch den eigenen Weg, dann bist du egoistisch den guten Weg gegangen und hast ihn nicht mit einbezogen. Ja, subhanallah. Das ist, ja, diese Person wird einen anklagen können am Tage des Gerichts. Liebe Geschwister, wir müssen aber auch Selbstverantwortung übernehmen. Manchmal passiert das, wenn wir sagen, ja, wir müssen Orte meiden und Menschen meiden und gewisse Zeiten meiden, ja. Manchmal entwickelt sich bei uns diese Kultur der Verantwortungsübergabe. Ja, ich bin nur ein Produkt meiner Umgebung und was sollte ich machen und ja. Nein. Wir sollen alle Verantwortung für unsere Taten annehmen. Und es war der Moment, wo Yunus alayhi assalam, nachdem er in einem Moment eine Aufgabe vernachlässigt hat und dies dazu führte, dass er von einem Wal verschluckt wurde, wie Allah Ta'ala uns im Koran mitteilt. Das war der Moment des Wandels, als er gesagt hat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. O Allah, keine Gottheit außer dir und gepriesen und makellos und fehlerfrei bist du. Ich gehörte zu denen, die Unrecht begangen haben. Der Moment der Verantwortungsübernahme ist der Moment, wo Allah Ta'ala einem einen riesen Paket an Kraft gibt und Änderung, ja, und wo sich der Lebenskurs zum Positiven ausrichtet und wandelt. Ja. Und da sagt Allah Ta'ala im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaitan. Ja, o Leute des Imans, folgt nicht den Fußstapfen des Scheitans. Was kein Detail ist, sondern eine wichtige Grundaussage, nicht folgt nicht dem Scheitan, das sowieso, sondern folgt nicht den Fußstapfen des Scheitans. Und die sind, geehrte Geschwister, die befinden sich im Millimeterbereich. Der Scheitan, der kommt nicht und sagt, bring jemanden um, sondern, ja, erstmal ganz langsam, ja, grüß ihn nicht, ignoriere ihn, ja, und dann kommt es zu den Beleidigungen, zu den Andeutungen und dann kommt es zu den offenen Beleidigungen. Erstmal die kleinen und dann die großen und dann
wird so ein bisschen so gemacht und dann fängt eine kleine Schubserei an und. Das sind, wer weiß, vielleicht 100 Schritte dazwischen, ja, zwischen einem Mord und dieser ersten Herzensregung an Arroganz oder Verachtung oder, ja. Deswegen folgen wir nicht den Fußstapfen. Und das muss in unserer Planung drin sein. Wenn wir uns anschauen, ja, wir haben eine schlechte Gewohnheit. Ja, wie kam diese schlechte Gewohnheit in unser Leben? Immer gab es eine Einleitung. Immer gab es Fußstapfen auf diesem Weg. Ja? Immer hat man irgendwie Freizeit gehabt. Ja, kommst du mit, wir gehen dort und dorthin. Ja, okay. Ja? Sag, Moment, ich habe hier einen Termin. Ich kann nicht, aber weißt du, was wir machen können? Wir können zusammen Mittagessen, ich lade dich ein. Hast du übermorgen oder dann eine Zeit? Ja? Dann, wie gesagt, man versucht auch anderen Menschen Kraft zu geben und die Möglichkeit, dass sie ihre Zeit im Positiven verbringen. Ja. Und noch eins, geehrte Geschwister, Gewohnheiten kann man nicht ablegen. Kommt bitte etwas mehr nach vorne, weil wir haben noch einige Geschwister, die kommen aufgrund des freien Tages. Ja, Alhamdulillah haben wir mehr Geschwister, die Möglichkeit haben, auch die Moschee zu besuchen. Rückt bitte etwas aufeinander. Das ist jetzt eine Übung für die Hajj, ja, oder für die Umrah. Wir üben jetzt mal vielleicht sogar auf dem Rücken unseres Bruders zu beten. Ja, es gab Gebete in Mekka, geehrte Geschwister. Meine Fingerspitze konnte den Boden nicht berühren. Ja, man war irgendwie so im Sujud. Das war der Sujud, den man dann hatte. Ja, weil, und es ist schön, es ist angenommen bei Allah Ta'ala. Ja, Alhamdulillah. Also förmlich ist das angenommen und möge das inshallah auch vom Wesen her angenommen sein. Gewohnheiten legt man nicht ab. Versucht nie gegen eine Gewohnheit zu kämpfen. Gewohnheiten sind stark. Ja? Die Soziologen sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber wir Muslime sagen, wir sind keine Tiere. Allah Ta'ala hat uns geehrt. Ja, Allah Ta'ala sagt, er hat uns mit seiner Hand erschaffen und hat uns einen erschaffenen Geist eingegeben und hat den Engeln befohlen, sich vor uns niederzuwerfen und hat uns Wissen beigebracht. Und wir sind keine Tiere. Wir stammen nicht vom Affen ab. Ja? Alhamdulillah. Ja? Die Gewohnheiten sind stark. Was ihr tut, wir bauen neue Gewohnheiten auf. Und das kann ich auf Psychologie zurückführen und dort führende Psychologen zitieren. Aber das brauche ich nicht. Soll ich euch sagen, warum? Weil Allah das auch im Koran sagt. Ja? Wa aqimis salata, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Und verrichte dein Gebet. Ja, etabliere das Gebet, gib dem Gebet Zeit und Raum und Wichtigkeit in deinem Leben. Und das Gebet hält dich ab von den schändlichen und von den abscheulichen Taten. Und dazu gibt es auch Überlieferungen, die ich jetzt nicht nachprüfen konnte, die fallen jetzt spontan ein. Aber die bekannte Überlieferung, ich weiß nicht, ob sie Sahih ist, aber ich gehe davon aus, dass der Prophet Sassam über einen Dieb gesagt hat, wenn er betet, wird das Gebet ihn davon abhalten, zu stehlen. Das ist nur ein Tafsir, eine Erläuterung von dieser Aya. Das Gebet hält uns ab. Ja? Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der sitzt hier und der ist Alhamdulillah sehr präsent, aber auch kritisch. Sagt er, ja, ich kenne Leute, die beten, aber die sündigen trotzdem. Ja, das ist auch eine Tatsache. Aber stellt euch vor, die Person würde nicht beten. Weil wenn Allah sagt, das Gebet hat einen Effekt, und wenn die Person auch wirklich betet und keine Gymnastik macht, sondern wenn sie wirklich sich im Gebet zu einem gewissen Grad mit dem Herzen anwesend befindet, dann hat das Gebet einen Effekt, geehrte Geschwister. Mindestens der, dass man nicht noch mehr sündigt oder nicht noch gewichtiger sündigt. Ja? Diesen Effekt sollte man nie kleinreden, ja? Weil das Verborgene, das sehen wir nicht. Das können wir nicht erfassen, ja? Aufgrund unserer Beschränktheit. Alhamdulillah. Lass uns an dieser Stelle Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Geehrte Geschwister, der 12. Punkt. Habt Vertrauen in Allah Ta'ala. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
nachdem er dutzende Punkte umgesetzt hat in seiner Planung, ich habe jetzt hier nur 11 erwähnt, ja, waren sie in der Situation, die Allah Ta'ala in Surat At-Tauba thematisiert, wo die Quraysh, die sie verfolgt haben, in der Höhle Thaur einfach nur auf in einen bestimmten Winkel hätten hineingucken müssen, dann hätten sie sie gesehen. Und Abu Bakr, der wurde für einen Moment beunruhigt, aus Sorge. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ganz beruhigt. Warum? Im Zustand des Tawakkul sich befindend. Ja, inna Allaha ma'ana. Allah ist mit uns. Ja, Allah ist mit uns. Nachdem man geplant hat, liebe Geschwister, dann verdient man es, auf Allah Ta'ala zu vertrauen. Weil Vertrauen ja immer mit einer Tat einhergeht. Tawakkul geht immer mit einer Tat einher. Wir kennen die mindestens Hassan-Überlieferung, wenn nicht gar sahih, also so oder so verwertbar, dass jemand zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, und gesagt hat, soll ich mein Kamel anbinden und auf Allah vertrauen oder es freilassen und auf Allah Ta'ala vertrauen? Und er sagte, binde dein Kamel an und vertraue auf Allah. Ja, das heißt, durch eine Tat verdient man sich erst, auf Allah Ta'ala vertrauen zu dürfen, ansonsten ist das kein Tawakkul. Der Prophet Muhammad hat einen Fachmann mit einbezogen. Auch wenn er muschrik war, aber er war vertrauenswürdig. Ja? Für einige Sünden braucht man vielleicht einen Fachmann. Vielleicht gibt es unter uns jemanden, der unter Spielsucht leidet und deswegen auch eine Schuldnerberatung braucht. Und jemanden braucht, der sich mit diesem Feld einfach auskennt, der das studiert hat, der vielleicht selber eine Spielsucht überwunden hat, der weiß, wie man mit diesen ganzen Automatengeräuschen und so weiter umgehen kann. Ja? Sucht euch Fachwissen, geehrte Geschwister. Ja? Guter Rat ist immer billig. Man sagt in Deutschland, guter Rat ist teuer. Ja, aber nein, guter Rat ist immer billig, selbst wenn er teuer sein sollte. Weil man hat dadurch ein besseres Leben. Und das ist unbezahlbar. Ja, alles, was man an Papier gibt, Allah Ta'ala ist Al-Razaq, ja, Al-Wahhab. Aber wir sind dafür verantwortlich, durch dieses Papier und durch dieses Metall, was wir in unseren Händen halten und manchmal zu sehr wertschätzen, uns auf den richtigen Weg zu bringen. Das sind Investitionen, liebe Geschwister, in Al-Akhirah. Und dass man Begleiter und Partner um sich herum versammelt, dass man diesen Weg gemeinsam geht. Ja, Abu Bakr und Abdullah ibn Abi Bakr und Asma ibn Abi Bakr und ja, dass man Teamwork macht und Ali, ja, radiyallahu anhum. Jetzt möchte ich dazu kommen, um mit dem schlechten Gewissen, das schlechte Gewissen zu thematisieren. Ja, was passiert? Okay, ich gehe diesen Weg der Taube, aber ich habe dieses schlechte Gewissen, weil mir passiert es dennoch immer wieder. Was soll ich machen? Es ist easy, geehrte Geschwister, vertraut in diesen Prozess. Weil Allah Ta'ala sagt, wir kennen diesen Hadith alle, mein Diener sündigt, er bittet mich um Vergebung, so vergebe ich ihm, dann sündigt er wieder, bittet mich wieder um Vergebung, so vergebe ich ihm wieder. Und das geht immer so weiter. Bis Allah Ta'ala abschließend sagt, was auch immer mein Diener tut, ich werde ihm vergeben. Weil er ja auch um Vergebung bittet. Ja? Das heißt, Sünde, Reue, Sünde, Reue, Sünde, Reue, Sünde, Reue. Das kann ein Leben lang so weitergehen. Warum? Weil wenn dann der Tod uns ereilt, dann werden wir im Zustand der Reue sterben und wir haben gewonnen, Alhamdulillah. Und das schlechte Gewissen möchte ich euch nicht nehmen. Wenn es das gute, schlechte Gewissen ist, was euch zu guten Taten auffordert, ja, und wo euer Vertrauen in Allah Ta'ala's Barmherzigkeit nicht geschwächt ist, das ist ein gutes, schlechtes Gewissen. Warum soll man auch glücklich sein, wenn man sündigt? Warum soll man kein schlechtes Gewissen haben? Es ist ein Geschenk. Aber das schlechte, schlechte Gewissen führt wozu? Dass das Vertrauen in Allah Ta'ala's Barmherzigkeit gering wird, ja? Und dass man auch nichts macht, weil man depressiv wird. Das ist vom Scheitan. Und seit wann hören wir auf den Scheitan? Seit wann sind die Einflüsterungen des Scheitans die Befehle Allah Ta'alas nichtig machend? Wenn Allah sagt, Tubu ilallah, ja? Wer ist der Scheitan, dass er sagt, nee, mach das nicht, weil, ja? Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wir suchen unsere Zuflucht, ja, vor diesem verfluchten Geschöpf. Ja? Aber was passiert, wenn man in diesem Prozess drin ist? Man begeht eine große Sünde und noch eine und noch eine und es dauert lange, dann bereut man, Alhamdulillah. Und dann begeht man wieder vielleicht zwei große Sünden anstatt drei
Und dann dauert es vielleicht auch lange, aber immerhin noch kürzer. Dann bereut man wieder. Und dann begeht man vielleicht nochmal nur eine große Sünde. Aber das vielleicht auch viel, viel später, als man das ansonsten getan hätte. Und man bereut auf einmal viel schneller und auch stärker, sodass es wieder eine längere Zeit dauert, bis man vielleicht sündigt. Dann ist es vielleicht keine kleine, dann ist es vielleicht keine große Sünde mehr, sondern nur noch eine kleine. Alhamdulillah, nur noch eine kleine sollte man auch nicht sagen, weil, ja, Sünde ist Sünde. Aber immerhin, von dieser Perspektive, Alhamdulillah, keine große, sondern eine kleine. Ja. Und dann mit der Zeit, die Tauba, die wird immer größer und mächtiger und wirkungsvoller in Bezug auf die Zukunft. Und die Sünden, die werden immer geringer und immer geringgewichtiger, ja, und immer seltener. Alhamdulillah. Ja. Alhamdulillah, das sollte man sein Leben lang durchziehen. Und Allah Ta'ala garantiert, dass er dann vergibt. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Das ist in der 9. Sura, At-Tauba 102. Dort ist garantiert, dass Allah Ta'ala demjenigen vergibt, der seine Sünden bekennt. Auch wenn er Gutes mit Schlechtem vermischt, wie Allah Ta'ala gesagt hat. Allah Ta'ala wird garantiert seine Taube annehmen. Und wie Ibn Abbas auch im Koran, wie Ibn Abbas auch den Koran kommentierte, ja, dass jedes Asa im Koran, kullu Asa fil Koran, fahiya wajiba. So ist das eine Sache, die sich garantiert wird erfüllen. Ja, dass man das nicht sprachlich verwechselt, weil die deutschen Übersetzungen allesamt leider das mit vielleicht übersetzen. Ja, aber wie gesagt, Ibn Abbas hat gesagt, dass jedes Asa, was man sprachlich auch mit vielleicht übersetzen kann, im Koran die Bestimmtheit meint. Das wird garantiert so eintreffen. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Und beeilt euch, wenn es darum geht, von Allah Ta'ala Vergebung zu bekommen. Ja? Das ist Allah Ta'alas Befehl. Nicht dieses scheitanische, ja, du musst erst heilig werden, bevor du beten kannst. So. Wir sind sowieso, wir haben keine Heiligen, ja, wie das in diesem Kulturkreis bekannt ist, aber seit wann sagt sowieso der Shaitan die Wahrheit? Ja, so, das ist ja das, was er uns irgendwie, ja, du musst erst irgendwie ein Engelswesen sein, bevor du überhaupt beten kannst. Wer sagt das? Ja? Nein. Umso mehr wir eigentlich krank sind, umso mehr sollten wir eigentlich auch beten. So müssen wir das sehen. Niemand sollte dieser Falle Respekt geben vom Shaitan. Ja, man muss erst irgendwie gut leben, bevor man beten darf. Das ist die größte Lüge. Die größte Lüge überhaupt. Oder eine der größten Lügen. Ja, gibt ja noch größere, aber ja, das gehört zu der niedrigsten, schlimmsten Liga an Lügen. Dass man erst gut sein muss, um beten zu können. Ja, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Tawwab. Oh Allah, du bist derjenige, der die Reue annimmt. Ja Afu, du bist derjenige, der die Sünden auslöscht. Ja Hadi, du bist derjenige, der Hidayah schenkt, der Huda schenkt, der den richtigen Weg uns schenkt, oh Allah. Ja Nur, Nuru Samawati wal Ard. O Allah, wir bitten dich, weise uns stets den geraden Weg und lass uns dieser inneren Stimme, die du in uns erschaffst, auch stets folgen und dem guten Zusprechen der Engel, die du speziell dafür erschaffen hast, auch stets folgen, o Allah. Und den liebgemeinten, gut gemeinten Ratschlägen unserer Geschwister stets folgen und dem Fachwissen der Fachleute stets folgen. O Allah, bitte schenk uns dies als Teil deiner Hidayah. O Allah, bitte helf uns, Kraft zu haben für andere, diesen zu helfen, den Verfolgten, den Bekriegten, den Gequälten, den Hungernden, den Durstenden, den Kranken, den Bedürftigen, den Verzweifelten, oh Allah, bitte schenke uns ein tatenreiches Leben, auf das wir viel bewegen dürfen in dieser Welt und schenke uns Selbstbestimmung, auf das wir dir allein dienen dürfen, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte einige die Herzen der Muslime, oh Allah, lass uns einen Herzschlag haben, lass uns zwei starke Hände für diese Umma haben, oh Allah, insgesamt. Oh Allah, und bitte schenke uns die Dunya in unserer Hand, aber keinen Teil von ihr in unseren Herzen, oh Allah. Lass uns nur die Liebe zu dir in unserem Herzen tragen. Allahumma amin. Lösche aus unserem Herzen die falschen Vorbilder und tue dies, indem du gute Vorbilder in unser Herz hineingibst, die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die seiner Ehefrauen und die seiner Familienmitglieder
und die seiner Gefolgsleute und denjenigen, die diesen folgen, O Allah, bis zum Tage, an dem du dieses Universum wirst bestehen lassen. O Allah, bitte lass uns aus der Hand des Propheten trinken dürfen, sallallahu alaihi wasallam. Einen Schluck, der uns danach den Durst für immer wird nehmen. Und lass uns über die Brücke, die über die Hölle gespannt ist, wie ein Blitz überqueren. Und lasse die Waagschale unserer guten Taten schwer wiegen. Allahumma amin. Und bitte lege nicht unsere Sünden in die andere Waagschale hinein, sondern vergib sie uns und lass uns das Paradies ohne Abrechnung betreten dürfen. Ja Allah, Allahumma amin. Ja Allah, bitte lass uns das Beste aus den Möglichkeiten machen, die du uns hier gegeben hast und weltweit gegeben hast. Denn danach wirst du uns auch bewerten, O Allah. Und lass uns dich lieben und dich noch weiter kennenlernen wollen, deine Namen, deine Eigenschaften und deine Wunder sehen, O Allah, und in uns spüren. Und dass wir das größte Geschenk auch bekommen, dass wir anderen Menschen das innere Auge öffnen dürfen in Bezug auf deine Herrlichkeit, auf deine Schönheit, O Allah, und auf dein wundervoll und barmherzig und liebevoll sein. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.